Der Fuchs und die Krähe. Ein Fabel von Aesop. Ein Krähe hat auf einem Nest von einem Baum gehockt und hat ein Stück Käse in ihrem Schnabel. Ein Fuchs hat sie beobachtet und hat sein Klugheit benutzt, um einen Ort zu finden für den Käse zu kriegen. Er hat sich unter den Baum gestellt und hat aufgeguckt und gesagt: Was ein edler Vogel sind ich dort oben. Ihre Schönheit ist einzigartig. Die Färbung von ihrer Fettern ist überschön. Wenn nur ihre Stimme so süß ist, wie ihr Aussehen schön ist, kann sie ohne Zweifel der Vogel ihrer Königin sein. Die Krähe war ordentlich geschmeichelt von den Worten und nur von dem Fuchs ein Zeichen, dass sie singen konnte, hat ihre Schnabel aufgemacht und hat gekräht. Runa ist der Käse gekommen, natürlich. Der Fuchs hat ihn schnell geknappt und sagt: Sicher hat er eine Stimme, mein Dom. Was euch fehlt, ist Weisheit. Hast du das gern gehört und gelesen? Dann vergiss nicht ein Like zu geben. Und nun ein Zeichen der Kanal, falls ihr wisst, wenn es neue Videos gibt. Bis bald!